Furchtbar. Ja, pass mal auf. Ihr Geld, das arbeite ich jetzt für Sie. Schau. Ja, also Leute, ja. Es ist soweit. Ja. Ich gehe jetzt in Rente. Oh, Alltag. Die Rente. Also das kommt mir denn doch ziemlich wenig vor. Das ist ja viel weniger, als ich einzahlt habe. Das täuscht aus der zeitlichen Distanz. Wird das immer so ein bisschen. Moment, das will ich mal in Zeitlupe sehen. Ja. Norbert Blüm! Halt, Herr Wurm! Herr Wurm, Sie nehmen ja von jedem monatlichen Beitrag 20% für sich selber in die eigene Tasche. Das ist Diebstahl! Ja. Nee, das sind Provisionen und Gebühren. Und was ist mit den versprochenen Überschüssen? Ja. Das sind freiwillige Leistungen. Aber Sie haben es doch versprochen! Ja, das stimmt. Ich habe mich versprochen. Und was ist mit den garantierten Zinsen? Wie hoch sind die? Ja, die sind so um und bei Prozent. So. Was? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, das sind so ungefähr 1,5%. Was? 1,5%? Das langt ja nicht mal für Altersarmut. Ja. Das ist immer noch mehr, als ich hier habe. Als hätte da noch einer was weggenommen. Moment. Zeitlupe. Oh, Norbert Blüm. Moment mal, Frau Merkel. Ja. Frau Merkel, Sie stecken ja mit dem Bob unter einer Decke. Ach was, die Rente muss eben besteuert werden. Aber Sie haben doch gesagt, dass Sie fördern die betriebliche Altersvorsorge. Ja, die Vorsorge schon, aber nicht die Rente. Sie greifen in den Klingelbeutel. Beim Rausgehen, Hauptsache, man hat gesehen, dass Sie vorher gespendet haben. Na, also das ist jetzt reine Polemik, aber absolut richtig, ja. So. Was soll das jetzt? Was ist das? Naja, das sind jetzt Beiträge, Krankenkasse, Pflegeversicherung. Die müssen Sie auch zahlen, anteilig auch für Ihren Chef. Deswegen heißt es ja auch Betriebsrente. Also das ist ja totaler Beschiss. Der Arbeitnehmer wird doppelt ausgenommen und der Arbeitgeber, ich fahre ihn raus. Da wäre ich doch mit der gesetzlichen Rente viel besser bedient gewesen. Das ist reine Polemik, aber absolut richtig. Mit Ihnen habe ich keine Zukunft. Also, Zukunft, ich bitte Sie, wer braucht denn heutzutage noch eine Zukunft, Leute, oder? Wir haben noch die Große Koalition. Da brauchst du doch keine Zukunft mehr. Was haben wir denn da in der Großen Koalition? Eine inhaltlich völlig ausgebrannte CDU, die sich im Glanze eines grauen Hosenanzugs vor sich hin verwelkt. Verbunden mit einer völlig depressiven, illusionslosen SPD, die sich vom Sabber des großen Vorsitzenden Sigmar Gabriel ernährt. Und dabei den Ausverkauf aller politischen Inhalte, die diese Partei jemals hatte, sich selber als Erfolg verkauft. Da sind wir angekommen. Wir haben keine Erwartung mehr an diese Regierung und selbst das können sie nicht erfüllen. Und das ist der Unterschied zur Ukraine. Das? Danke. Das ist der Unterschied zur Ukraine. Dort hat das Volk das schon gemerkt. Und wenn jetzt Egon Bahr hinsteht und sagt, ja, es geht in der internationalen Politik nie um Menschenrechte und Demokratie, es geht immer um die Interessen von einzelnen Staaten, dann sage ich Einspruch, Herr Bahr. Es geht um die Interessen derer, die sich die Staaten inzwischen einverleibt haben. Wenn man eine Demokratie exportieren will, dann braucht man sie erstmal selber. Und da sieht es bei uns ja auch nicht so gut aus. Gucken Sie mal hin, im Fall von Erne Dati und Hans-Peter Friedrich. Ich weiß nicht, ob Sie sich an den noch erinnern können. Das war mal unser Innenminister. Der musste zurücktreten und das ist der Treppenwitz der Geschichte, ausgerechnet, weil er mal was gewusst hat. Ja. Und dann hat er es blöderweise noch weiter erzählt und Geheimnisverrat vertrieben. Ja, die Demokratie ist verkommen inzwischen zum Selbstbedienungsladen für Industrie und Politik, wo sich jeder in feudalherrschaftlicher Geste all das herausnimmt, was ihm gerade so in Kram passt. Und da ist der Uli Hoeneß noch gar nicht mitgerechnet, Leute. Ja, so weit sind wir gekommen. Ja, an der Spitze eine Kanzlerin, eine politische Speckmade. Ja, jetzt wird noch härter gleich, keine Angst. Ja. Die sich in der Macht eingepuppt hat inzwischen und die sich gar nicht mehr für das Klein-Klein interessiert, was sie mit dieser Macht anstellen könnte. Ich kritisiere gar nicht, dass sie Kanzlerin ist. Ich finde nur, sie könnte sich mehr für Politik interessieren. Sie erfährt neuerdings alles aus der Presse. Haben Sie gefallen, Edati? Das habe ich erst aus der Presse erfahren. Ja? Ukraine habe ich auch erst aus der Presse erfahren. Ja? Ich denke, beruhigend, immerhin Zeitung liest sie noch.
so weit sind. Ich habe früher Regierungen dafür kritisiert, dass sie das Falsche wollten. Inzwischen muss ich feststellen, diese Regierung will gar nichts mehr. Was wohl, flächendeckender Mindestlohn, das ist uns versprochen worden. Was kommt raus? Er kommt nicht jetzt und er kommt nicht überall. Das werden Sie zu Ihrer Frau sagen, Schatz, ich liebe dich, nur nicht jetzt und nicht immer. Aber sonst kommen wir doch gut miteinander klar, oder? Und die wirklich wichtigen Themen, die werden unter den Teppich gekehrt. Das No-Spy-Abkommen, Leute, das wird unter den Teppich gekehrt. Das verläuft im Sande, während gleichzeitig in Geheimverhandlungen die großen Abkommen, die werden dann in Geheimverhandlungen, da kommen inzwischen amerikanische Produkte demnächst bei uns auf den Markt. Da ist Genmais ein Dreck dagegen, sage ich Ihnen. In Amerika gelten Produkte als Lebensmittel, die sind bei uns im Hausbau verboten. Ne? Ja, das, ja, und dann könnte ich am Ende kotzen, wenn man, um auf die Ukraine zurückzukommen, wenn diese Bundesregierung es tatsächlich in Kauf nimmt, dass in Europa ein Krieg losgeht, dass Menschen sterben werden für Demokratie und Freiheit und es eigentlich nur um die Interessen von großen Konzernen am Ende geht. Da könnte ich kotzen am Ende. Und dann glaube ich doch, dass die Große Koalition die richtige zur rechten Zeit ist. Deutschland ist aus der Krise als Sieger hervorgegangen. Das haben wir überall gelesen. Und deshalb bin ich überzeugt, dass sie alles daran setzen werden, dass sich diese Krise wiederholt. Wir sind auf einem guten Weg und Frau Merkel wird sie am Ende rausreden können. Sie wird sagen, von meiner Kanzlerschaft habe ich leider auch erst aus der Presse erfahren. Ja, gute Nacht. Ja, das ist. Wie oft, Herr Uthoff, ich habe Ihnen das jetzt tausendmal erklärt, der Fall ist doch ganz klar. Also wir haben eine gute gesetzliche Rente, dann Demografielüge, Rente wird gekürzt, alle müssen privat vorsorgen. Wer hat am meisten davon? Menschen wie Wop. Ne? Der Fall ist doch gelöst. Ja, das klingt völlig plausibel. Ja. Aber ich habe es immer noch nicht verstanden. Och. Okay, versetzen wir uns vielleicht mal, rekonstruieren wir den Tatergang und versetzen uns in die Lage des Täters. Okay. Wer wollen Sie sein? Ich sag mal, die Deutsche Bank, die DWS von der Deutschen Bank, der Deutsche Herold von der Deutschen Bank, die Allianz, vielleicht die AXA oder die Gotha-Versicherung, die Argo-Versicherung, die Viktoria-Versicherung oder die AWD. Ich bin alle. Oh, das habe ich mir gedacht. Herzlichen Glückwunsch, Herr Uthoff, Sie sind die Privatversicherung. So, wir stellen uns mal vor, 90er Jahre, Anfang, Lebensversicherung, läuft nicht mehr so. Was machen Sie? Na, dann brauche ich ein neues Produkt. Ja. Private Altersvorsorge. Gut, jetzt ist die gesetzliche Rente nur noch so gut, dass niemand privat vorsorgen möchte. Na, dann muss ich die Rente eben schlecht reden. Ja, aber das können Sie nicht selber machen. Dann nehme ich mir ein paar unabhängige Experten. Wunderbar. Ich gebe Ihnen zum Beispiel Meinhard Miegel so, und Kurt Biedenkopf. Was soll ich denn mit den CDU-Pappnasen? Sie machen aus Ihnen die deutschen Rentenexperten, indem Sie ein Institut aufmachen lassen. Das IWG in Bonn, das Institut für Wirtschaft und Gesellschaft. IWG, ich werde gewinnen. Ja. Noch nicht gleich? Aber wir sind kurz davor. Jetzt müssen Sie erstmal dafür sorgen, dass die IWG auch zu Ergebnissen kommt, die Ihnen passt. Ja, kein Problem. Den stecke ich so viel Geld in den Arsch, dass oben das Richtige rauskommt. Nein. So direkt können Sie das nicht machen. Dann schalte ich ein Institut dazwischen. Ah, ist besser. Das Deutsche Institut für Altersvorsorge, DIA, wird finanziert von der Deutschen Bank, der DWS und dem Herold. Also von uns. Ja. Und was kriegen die raus? Ja, die kriegen jetzt raus, halten sich fest, die gesetzliche Rente ist zu teuer und wir müssen mehr privat vorsorgen. Yes! Ja. Und zwar da. Ich muss an alle denken. Sehr gut. Jetzt ist es nur so, die gesetzliche Rente ist immer noch zu hoch. Nein. Ja, und Menschen wie Norbert Blüm weigern sich, sie komplett zu demontieren. Die Sau. Ja. Was machen Sie also? Dann gehe ich zu seinem Chef. Jawohl, bloß Kohl hat nach 16 Jahren keinen Bock mehr auf Veränderung. Dann brauche ich einen neuen. Ja, wir haben 98, Wechselstimmung und wer möchte... Ha, Gerhard Schröder. Ja. Meuter, der hat doch einen Kumpel, der Maschmeyer. Ja? Der arbeitet doch für uns, den kenne ich, der macht alles. Wunderbar. Carsten Maschmeyer von der AWD. So, jetzt haben Sie nur ein Problem. Schröder steht was im Weg. Ach, seine Frau. Nein. Nein. Oskar Lafontaine. So, der mag Ihre Privatvorsorge überhaupt nicht. Die Sau. Ja, Sie haben ja noch den Maschmeyer. Ah, dann gehe ich zu dem hin und sage, Maschi, Baby, du machst jetzt mal in vielen Zeitungen eine Anzeige. Steht drin, der nächste Kanzler muss ein Niedersachse werden. Yes, es funktioniert. Schröder wird Kanzler, er montiert den Lafontaine ab.
Und ist jetzt so dankbar, dass er alles macht, was Sie ihm sagen. Schön. Aber wie sorge ich denn dafür, dass die Leute auch wirklich privat vorsorgen? Ah, Sie lassen Schröder einfach die, wie gesagt, die gesetzliche Rente, nicht, kürzen. Die Privatvorsorge wird staatlich gefördert und wir sagen, wir machen sowas wie Riester-Rente. Ah, die reinste Ölquelle. Ja, aber wir bohren noch tiefer, Herr Uthoff. Wie wäre es, wir lassen den Schröder eine Expertenkommission einsetzen, ne? Und um zu gucken, ob wir nicht noch eine Rentenreform brauchen. Ich sag mal, diese Expertenkommission heißt vielleicht Rürup-Kommission. Aha. Oh, so. Ja, da stecken wir lauter unabhängige Experten rein. Ja, sehr gut. Ich gebe Ihnen zum Beispiel Professor Bert Rürup. Großartig, der sitzt doch im Vorstand der AXA ja? Und bei der Gotha-Versicherung. Ja, sehr schön. Und er ist Vorstandsvorsitzender von Meinheimer Research Institute for Economics of Aging. Das ausschließlich von uns bezahlt wird. Ja. Mir gefällt, wie Sie denken. Sehr schön. Ich habe noch den Herrn Raffelhüschen für Sie, auch Professor. Der ist ja noch viel unabhängiger. Ja, ja. Der sitzt auch bei der Ergo ja. Und bei der Victoria. Ja. Sehr schön. So, Ergebnis, die Rürup-Kommission kommt zu dem Ergebnis, die Rente muss um 25% runter. Was macht Schröder? Die Rente um 25% runter. Das heißt mehr Umsatz für Sie. Ah, wie schön. Ich habe leider ein kleines schlechtes Gewissen. Was? Sie? Ja. Schauen Sie, diese Männer haben so hart gearbeitet, die gesetzliche Rente zu kastrieren. Kann ich Ihnen nicht einen kleinen Obolus zukommen lassen? Okay, Millionen in Vortragshonoraren. Ach, schön. Aber so eine Million ist ja irgendwie auch ziemlich schnell weg. Ja, und dann wartet nur noch eine gekürzte Rente. Machen Sie sich keine Sorgen. Schauen Sie sich mal an. Hier, Professor, also Beamter, also Pension. Hier, dann haben wir hier Jurist, also Anwaltskammer. Kennen Sie ja, ne? Hier, Politiker, auch Pension. Dann haben wir hier Politiker, auch Pension, auch Pension. Und er hier, der hat die Ferris. So. Das heißt, alle, die daran gearbeitet haben, die Rente zu ruinieren, sind auf diese Rente überhaupt nicht angewiesen. Jetzt haben sie es. Das ist ein Skandal. Das schreit nach einer Revolution, ja, Herr von Wagner. Auf die Barrikaden für eine gute gesetzliche Rente, verstehen Sie, in die alle einzahlen. Ja. Beamte, Politiker, sogar Sie, Herr Otto. Was? Was? Ja. Was? Ja. Lass uns die Fahne schwenken. Was? Warum jetzt hier? Was denn? Warum jetzt bitte die ukrainische Fahne? Das ist nicht die ukrainische Fahne, das ist die Fahne der deutschen Rentenversicherung. Ah, ja, sehr schön. Rentenmörder! Rentenmörder! Der Rentenmörder! Ist die Guillotine bereit? Ja, die Revolution kommt ins Rollen. Moment. Wir brauchen noch einen charismatischen Anführer für unsere Sache. Ja. Ja, ja. Vielleicht jemanden, der dem kleinen Bürger auf der Straße auf Augenhöhe begegnen kann. Ja, natürlich. Nur wen nehmen wir da? Ich weiß nicht genau. Könnten wir sagen. Also ich stets mache. Oh, super. Kommen Sie. Moment. Kommen Sie bitte. Ein Politiker als Revolutionsführer, das ist doch irgendwie das Ende. Also, ich habe 20 Jahre, bin ich im Kabarett, habe ich auf die Fresse bekommen, wegen der Rente. Und jetzt schlage ich zurück. Oh! Yeah! Das ist doch schlimmer als die Guillotine. Ja, cool. Nix Guillotine. Ihr habt der Rentenversicherung die Beine amputiert und jetzt sagt er, sie könnt nicht mehr laufen. Hey. Ihr habt gesagt, die Rentenversicherung sei zu teuer. Ihr habt ja nicht gemerkt, mit der Privatvorsorge müsst ihr noch viel mehr Geld für die Alterssicherung bezahlen. Hey. Das hey. Jawohl. Das stimmt ja. Man hat gesagt, die Rentenversicherung wäre nicht effektiv. Ja, mein Gott. Die Rentenversicherung braucht für die Verwaltungskosten nur 1,5% ihrer Einnahmen. Die Privatversicherung 20% und noch mehr. Ihr müsst doch die ganzen Triggerkolonnen, die Werbung und die Aktionäre mitbezahlen. Und jetzt sage ich noch was. Man sagt, die Rente sei nicht sicher. Über 100 Jahre. Die Rentenversicherung hat alle Katastrophen, alle Krisen dieses Jahrhunderts überlebt. Währungsreform, zwei Weltkriege,
Das kann man nicht von der Privatversicherung sagen. Jawohl. Ihre Geschichte ist die Geschichte gebrochener Versprechen. No! Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Herr Blüm, eine Frage. Sie als alter Herz-Jesu-Marxist, könnten Sie uns übersetzen, was auf diesem Plakat eigentlich steht? Da steht, das habt ihr doch mit Absicht gemacht, da steht, die Rente ist sicher. Hurra!